Und wisst ihr was? Ich habe die Orientierung verloren. Jetzt. Wisst ihr was? Was habe ich eigentlich in der Folge eigentlich gemacht? Außer ein bisschen erzählt und sowas? Ich nehme ein paar. Bisschen Holz nehme ich noch. Bisschen Holz nehme ich zu mir. So. Und dann versuche ich endlich hier die Erde ein bisschen zu ebnen. Damit ich endlich anfange, mein Haus zu bauen. Hoffentlich mit Dach. Also das Ganze mit dem Dach, das ist für mich ein bisschen... Also es ist mir bisher noch nie geglückt. Muss ich zugeben, das sah immer irgendwie so hoch aus an. Ja, das, was ich gern getestet habe, das war alles in so sogenannte Hochhäuser, ja? Also so eine Dachwohnung. Ja, da war einfach Schnitt. Da gab es keinen schrägen Dach. Das würde ich gerne mit dem Let's Play hier das Ganze verändern. Deshalb, auch wenn es mal schief geht, nicht gleich fluchen alle, ja? Ich bin beim Üben. Ja, ein paar Sachen habe ich jetzt schon ein bisschen Übung, aber nicht in alle. So, ich laufe hin und her. Denn Wege sind nie mit Zeit verbunden. Ja, das kennst du hin und her, das ist keine Zeit. So. Da wird jeder, der irgendwie bei der Arbeit ist und der sich da... Na? Was war das? Ah, okay. Der irgendwie so Arbeitsplanung macht, der wird nur den Kopf schütteln. Ja, der in Arbeitsvorbereitung ist. Und wenn ich sage, Wege, was sind Wege? Der wird sich nur einfach den Kopf schütteln. Denn das ist eine der Sachen, die man bei jeder Arbeit versucht zu kürzen, sind Wegstrecken. Weil die eine Menge Zeit brauchen. So, wie sieht mein Essen aus? Ups, es sieht nicht so satt aus. So, essen. Und nochmal essen. Ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann genug Weizen habe. 16. Dass ich nicht jemand killen muss dafür. Gell? Kuh. Da hinten. Kuh, ha? Du möchtest nicht unbedingt... Toll. Das war ja mal super. Ja, die Kuh möchte nicht unbedingt auf meinen Grill landen. Ich glaube, da hat sie was dagegen. So, Holz haben wir ja langsam wirklich schon genug. Dass ich bald anfangen könnte, mein Haus zu bauen. Ja, gehe ich raus, versuche ich hier noch zu ebnen. So. Upsala. So, da gibt es ein Add-on anscheinend, das automatisch das nächste Werkzeug hervorholt. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Und ich habe auch nicht so viel Zeit daran investiert, das Ganze zu holen, muss ich zugeben. Oder zu testen oder sonst irgendwas. Habe ich nicht. So. Das wird ja eine Arbeit. Das wird ja eine Arbeit. So. Und dann wird es auch noch so schnell dunkel. So, auch hier werde ich dann... Ups. Alles zumachen. Und dann, was will ich machen? Ich möchte dann da hinten... Was war das? Ah ja, okay. Möchte ich irgendwo da hinten, am Eingang, möchte ich das alles unterirdisch verbinden. Ja, unterirdisch. So. Noch ein bisschen hier... Noch ein bisschen hier was nehmen. So. Damit es... So, und jetzt schlafen gehen. Ja, schnell schlafen gehen. Alles ein bisschen aufräumen. So.
damit man guten Gewissen schlafen kann. Wie sieht das draußen aus? Die Sonne geht unter. Und morgen früh will ich versuchen, ein paar Spinnen zu erwischen. Denn ich möchte vielleicht auf der anderen Seite. Also, wenn wir auf der anderen Seite sind. Oder aber, ich erkläre das euch morgen früh. Gute Nacht. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich hatte einen Traum. Einen visionären Traum. So, erstmal raus. Und zwar wollte ich hier so eine Art, so ein bisschen so einen Garten machen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich auch so eine Angelstation machen. So, ich will versuchen, die Spinne da zu holen. Wo ich dann angeln kann. Dann kann ich einfach meine Angel rausholen und einfach die Welt genießen. Gell? Was sagst du dazu? Ha? Also die Seide, die ist recht schwer zu bekommen. Hallo, du da. Kriegst du keinen Sonnenbrand? Bist du nicht draußen? So, Spinnen. Ist ja klar, keine Spinnen. Na gut. Da ist ein Creeper. Ich sehe ihn doch. Oder? Nee, das ist ein Zombie. Geschützt. Der eine ist ein Ablenkungsmanöver. Und dann, wenn man nicht aufpasst, kriegt man einen ins Knie. Oder auf den Kopf. Ja, komm her. Komm du, ja. Ja, brave, brave. Ja, ja. Ich hab doch gesagt, sollst dich eincremen. Ihr hört nicht. So. Und weiter geht's. So. Aufpassen muss ich nur immer nur auf diese Creeper, denn die können mit einer Explosion uns gleich mitnehmen. So. Aber sonst der Rest kriegen wir ein bisschen Vorwarnung, indem wir ein bisschen verletzt werden erstmal nur. Aber die Creeper, die sind tödlich. Tödlich sind die Creeper. Upsala. Da wollte ich nicht hin. Und immer wieder zum Mitpfeifen. Geniert euch nicht. Pfeift ruhig mit. Ich habe früher auch immer selber mitgepfiffen bei dem Spiel. Ich habe immer jedes Mal das Intro angeguckt. Ja, damals die Zeiten, wo die PlayStation noch das Nonplusultra war. Upsala. Könnt ihr euch noch an Sega erinnern? Hat einer von euch jemals einen Sega gehabt? Ich habe zwei gehabt. Master System und den Mega Drive. Das war damals so geil. Ja, also da war... Meiner Meinung nach... Seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Genau. Kurz weg. Wieder her. Na, also. Da hat er irgendwie ein Problem gehabt. Ja, damals Sega... Ich weiß jetzt nicht, welche jetzt zuerst war, der Mega Drive oder der Master System, also, aber, boah, das waren so geile Geräte damals. Und ich war eigentlich immer einer, ich muss zugeben, ich habe nie, und ich wiederhole, nie ein Nintendo gehabt. Ja, für mich war damals Sega das Nonplusultra. Und dann kam, ja, mit dem Abgang von Sega, was ich sehr, sehr schade fand. Denn das war für mich eigentlich einen der
besten Konsolenlieferern damals. Für Normalverbraucher. Da gab es noch andere, die wirklich sehr gut waren und auch sehr teuer. Aber so der Sega und der Nintendo, das war ja damals die zwei Hauptkonkurrenten. Und was? Damals gab es nur für mich Sega, mehr nicht. Ups. Und Nintendo kam einfach, ich weiß nicht, es gab für mich damalige Zeit keine guten Spiele für Nintendo. Für mich damalige Zeit. Ja. Aber dann kam irgendwie dann die PlayStation. Sega hörte auf mit der Konsolenherstellung. Es kam die PlayStation und da war wieder Nintendo. Aber ich kaufte wieder kein Nintendo, sondern die PlayStation. Ja, und heute gibt es ja die Xbox, die PlayStation und Nintendo. Wobei Nintendo gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat, was Hardware betrifft. Mit, also gerade neue grafische Leistungen. Gute Spiele müssen natürlich nicht gute Grafik haben, aber es wird trotzdem heute hingeguckt nach der Grafik. Man darf es nicht als, wie soll ich sagen, als unwichtig bezeichnen, denn die Spiele werden heutzutage immer noch auch nach Grafik verkauft. Und dann gibt es die paar Spiele, die das alles natürlich widerlegen, wie zum Beispiel jetzt hier Minecraft. Minecraft hat widerlegt, dass gute Spiele nicht unbedingt gute Grafik brauchen. Aber trotzdem, diese ganzen Add-ons mit Grafikverbesserungen und so, die sind nicht umsonst da, ja. Das heißt, dass die Menschen trotzdem nach besserer Grafikausschau halten wollen. Sonst würden sich die ganzen Add-ons nicht, wie soll ich sagen, lohnen. So, und ich habe keine Schaufel mehr. Oder? Nein. Ja, man würde sich nicht die ganze Add-ons installieren bei Minecraft, wenn es sich nicht lohnen würde. Deshalb, also heutzutage werden die Spiele auch über Grafik verkauft. Nicht nur heutzutage, das war schon damals so. Kann sich noch einer an die Voodoo-Grafikkarte erinnern? Ja, ich habe welche gehabt. Ich war einer von den ganz Stolzen. Ich hatte eine Voodoo-Grafikkarte. Ja. Ich war auch einer von den ganz Stolzen, dass ich meine Amiga auf 500... No, Moment. Nee, auf 1 Megabyte, genau. 500 Kilobyte hatte sie. Ja, und ich vergesse natürlich die Schaufel. 500 Kilobyte hatte die Amiga gehabt und ich habe sie auf 1 Megabyte erweitert. 1 Megabyte. Das war unvorstellbar. Ja. Und wer war schuld? George Lucas. George Lucas war schuld. Ups. Ja, denn man müsste für Indiana Jones... Naja, so viel habe ich nicht. Dann mache ich noch ein paar aus Stein. So, man müsste für Indiana Jones dann, damit man es gut spielt... Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Teil das war. Ist schon ein paar Tage her. Könnte man am besten spielen, damit man nicht... Diskettenjockey wird, auch das ein Begriff, das vielleicht viele schon gar nicht kennen, damit man nicht Diskettenjockey wird, müsste man dann ein Megabyte haben. Und ich war einer von den... Ich hoffe, ihr wisst, warum ich so... Ah ja. Irgendwann mal. So. Ja, ich war einer von den ganz Glücklichen, dass ich 1 Megabyte geholt habe für meine Amiga. Ja, das war meine Amiga. Übrigens übersetzt auf Lateinisch für Freundin. Und das war wirklich meine Freundin damals. Was ich Zeit mit ihr verbracht habe. Ach. Ja. So, das wollte ich so nicht. So wollte ich das. Ja, das war... Es war einer der höchsten Gefühle damals, ja, so 1 Megabyte. Ja, da staunst sogar du, oder? 1 Megabyte. Das war damals unvorstellbar und ich hab's mir geholt. Für... Boah, was war das? Das
Das war richtig teuer. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Spiele haben damals noch so um die, na, 60, 70 D-Mark gekostet. Upsala. D-Mark ist übrigens, für die, die es nicht kennen, die frühere Währung von Deutschland gewesen. Ja, es könnte sein, dass ein paar zugucken, die vielleicht die Währung gar nicht mehr kennen. Weil die doch schon ein paar Tage her ist, die Währung. Ne, stopp, falsche. Ja, und da hat man, ja, 60, 70 Euro hingeblättert. Und dann hatte man ganze 11 Disketten. Ja, auch Disketten für manche unvorstellbar, was das ist. Aber ich komme noch aus der Zeit, wo es Datasetten gab. Das waren so Musikkassetten. Ja, keine CDs, damals gab es auch noch Musikkassetten. Bei C64er, da hat man mit der C64er hat man Datasetten eingeworfen zum Spielen. Und die haben so komische Geräusche gemacht. Ach, das waren noch... Die Spiele waren nicht, ich würde sagen, aufwendiger. Ja, es war mehr so Jump and Runs oder nur textbasierte Spiele. Aber es war neu. Ja, das möchte ich so sagen. Es war neu. Man hat sich besonders gefühlt, etwas Neues zu haben. Eine neue Entwicklung. Etwas, was zukunftsträchtig ist. Heute ist man das einfach gewohnt. Ja, es ist normal. Ja. Ich möchte aber schauen, ob es hier Spinnen gibt. Hallo? Spinnen? Keinen Spinnen. Naja, ist ja super. Wie sieht es aus? Was muss ich tun? Was sollte ich lassen? Also Erde sollte ich ein bisschen aufräumen. Ja, und langsam seht ihr, kann ich eigentlich schon anfangen, mein Haus zu bauen. So, jetzt tue ich schon so verteilen. Denn ich werde wirklich in der nächsten Folge anfangen, mein Haus zu bauen. Ein bisschen noch... Hallo Kuh. Bisschen die Sachen zumachen. Moment mal, kann ich hier... Also hier die Sachen ein bisschen zumachen. Da ist schon ein Creeper dahinter. Ja, alles zumachen und dann werde ich anfangen, hier irgendwo mein Häuschen zu bauen. Vielleicht erstmal ganz klein. Man sollte immer klein anfangen. Und dann das Ganze erweitern. Ja. Und wie gesagt, das tue ich aber nächstes Mal. Ja. Und hiermit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dorthin. Gute Nacht.